Servus Leute und damit hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge schon der Closer to Glory. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und wir starten dann heute mit einem Auswärtsspiel gegen den SV Sandhausen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Kaiserslautern überhaupt schon mal ein Spiel in Sandhausen gewonnen hat. Wir wollten das auf jeden Fall heute machen und die 3 Punkte mitnehmen. 13 Minuten waren hier dann gespielt. Tom Bierschenk mit der ersten Gelegenheit. Der durfte heute tatsächlich in einer Doppelspitze neben Terence Boyd ran. Und wenige Minuten später hatte dann auch der US-Amerikaner seine erste Chance. Der trifft den Ball aber wirklich gar nicht und verletzt sich dann auch noch dabei. Und deshalb musste er leider vom Feld. Für ihn ist dann Daniel Hanslik in die Partie gekommen. Das ist natürlich schon bitter, dass jetzt unser bester Stürmer erstmal ausgefallen ist. Wir haben uns davon aber nicht beirren lassen. Marlon Ritter wieder auf Tom Bierschenk. Die nächste Gelegenheit. Aber leider wieder kein Tor und so ging es hier erstmal mit dem Unentschieden in die Pause. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann aber wirklich genau da weitergemacht, wo wir auch davor aufgehört haben, nämlich mit richtig gutem Offensivfußball wieder Tom Bierschenk. Aber wieder macht er den Ball leider nicht rein. Ist inzwischen fast schon so ein kleines Privatduell zwischen ihm und dem Torwart von Sandhausen. Und wir haben auch wirklich weiterhin richtig guten Fußball gespielt. Schaut euch das an, Marlon Ritter, schön mit dem Auge für Shaw Zimmer. Und der dann mit der Flanke auf Tom Bierschenk und diesmal macht er ihn rein. Belohnt sich wirklich für eine richtig starke Vorstellung. Und damit gehen wir jetzt also wirklich hochverdient mit 1:0 in Führung. Und auch trotz der Führung haben wir hier wirklich weiter Vollgas gegeben. Marlon Ritter wieder auf Shaw Zimmer und dann wieder Tom Bierschenk per Kopf. Macht das richtig stark, aber leider ist der Ball nicht platziert genug. Und dann ein dummer Fehler im Aufbauspiel von Hikmet Şıfcı und plötzlich mal eine Chance für Sandhausen. Aber Andreas Lute ist zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Das war tatsächlich die erste Chance für die Gastgeber. Danach kamen wir dann wieder in der Offensive mit Aaron Opoku und dann Philipp Hercher. Um Gottes Willen, wie kann er den denn nicht reinmachen? Ein unfassbarer Fehlschuss von Philipp Hercher. Das wird es auf jeden Fall in jedem Saisonrückblick schaffen. Und vor allem verpassten wir es damit auch die Entscheidung hier zu besorgen. Und so blieb es tatsächlich nochmal spannend, denn Sandhausen hatte nochmal eine richtig gute Gelegenheit. Aber Andreas Lute ist wirklich einfach ein überragender Rückhalt. Am Ende gewinnen wir mit 1:0 im Hartwaldstadion. Und wir müssen auf jeden Fall sagen, das war wirklich ein hochverdienter Dreier. Wir hätten hier auch mit 2-3 oder vielleicht sogar 4-0 gewinnen können. Nach der Partie gab es dann auch erstmal Entwarnung bei Terence Boyd. Der hat sich auf jeden Fall nicht weiter verletzt, wird damit auch nicht ausfallen und steht uns somit für die nächste Partie wieder zur Verfügung. Ob er da dann allerdings auch erstmal von Beginn an spielen darf, das sei auf jeden Fall erstmal dahingestellt. Denn ich muss sagen, Tom Bierschenk hat seine Sache richtig, richtig gut gemacht. Klar, er hat nur ein Tor erzielt, viele Chancen vergeben, aber seine Laufwege waren richtig gut, der war richtig auffällig und er steht jetzt auch schon bei 4 Toren in 14 Einsätzen und gemessen an seiner Gesamtstärke ist das auf jeden Fall eine relativ gute Ausbeute und ich bin mal gespannt, ob er dann auch in den nächsten Wochen überzeugen kann und vielleicht tatsächlich so eine kleine Konkurrenz für Terence Boyd wird. So, als nächstes werfen wir einen kurzen Blick auf die Tabelle und wir sehen, nach 25 Spielen haben wir 42 Punkte auf dem Konto. Man kann also wahrscheinlich sagen, der Klassenerhalt ist damit auf jeden Fall fix. Und wir sehen auch, wir haben weiterhin 4 Punkte Rückstand auf dem Relegationsplatz. Wenn wir in den nächsten Wochen vielleicht so einen kleinen Lauf hinlegen, dann könnten wir vielleicht tatsächlich nochmal oben angreifen. Damit uns das dann aber tatsächlich auch gelingen kann, müssen wir auf jeden Fall im nächsten Spiel gegen den SC Paderborn 3 Punkte holen. Paderborn ist auf jeden Fall eine der stärkeren Mannschaften in der Liga, auch wenn wir über ihnen in der Tabelle stehen. Trotzdem sollten wir sie auf keinen Fall unterschätzen und das merkten wir auch, denn es war ein wirklich schweres Spiel. Paderborn hatte dann die beste Gelegenheit hier nach 36 Minuten. Andreas Lute mal wieder mit einer richtig guten Tat. Kurz darauf kamen wir dann aber auch endlich mal gefährlich vors Tor. Ein schöner Pass hier auf Tom Bierschenk und der macht den Ball dann auch rein. Wie schon gegen Sandhausen trifft Tom Bierschenk, hat heute tatsächlich nochmal den Vorzug vor Terence Boyd erhalten. Und dieses Vertrauen zahlt er dann auch direkt zurück. Und so sind wir hier dann auch mit einer 1:0-Führung in die Kabine gegangen. Nach dem Seitenwechsel kamen dann allerdings die Gäste aus Paderborn mit Srebeni. Der raus zu Obermeier. Der macht das richtig stark, spielt zurück zu Srebeni und dann ist der Ball im Tor. Andreas Lute sieht da leider gar nicht gut aus. Der spielt ja wirklich eine überragende Saison. Hier sieht er aber wie gesagt gar nicht gut aus. Das Tor geht auf jeden Fall auf seine Kappe.
und der SC Paderborn ist jetzt also hier zurück im Spiel. Wir wollten jetzt natürlich schnell eine Antwort darauf geben und hier wieder in Führung gehen. Shaw Zimmer macht das super, setzt sich überragend durch, spielt dann in den Rückraum auf Bierschenk und der weiter zu Marlon Ritter, der Ball noch von Opoku abgefälscht. Das wäre wirklich die perfekte Reaktion gewesen. Kurz darauf dann wieder die Gastgeber aus Paderborn mit Srilbeni und der hier dann gegen Andreas Lute. Der kann sich jetzt endlich wieder auszeichnen, zeigt, dass er es auf jeden Fall auch besser kann. Paderborn blieb aber weiterhin gefährlich. Felix Platte auf Srilbeni und der zurück auf Felix Platte. Der Führungstreffer für den SC Paderborn hier 9 Minuten vor dem Ende. Das ist wirklich super gespielt von den Gastgebern. Und leider konnten wir uns davon auch nicht mehr erholen. Und so verlieren wir hier in Paderborn mit 1:2. Und das auch ehrlich gesagt nicht unbedingt unverdient. Es ist auf jeden Fall einiges los hier im Fritz-Walter-Stadion. Der 1. FC Kaiserslautern empfängt zu Hause den 1. FC Nürnberg. Ein richtiges Traditionsduell. Dazu auch noch ein Duell zweier Mannschaften, die beide noch Resthoffnungen haben, oben mitzuspielen am Ende. Wenn wir das allerdings machen wollen, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall gewinnen, da wir eben gegen Paderborn verloren haben. Allerdings waren erstmal die Gastgeber hier die bessere Mannschaft. Tempelmann setzt sich da viel zu leicht durch und steckt hier dann auf Winzheimer durch, aber Andreas Lute macht sich ganz groß, kann den Ball erstmal parieren und kurz darauf kamen wir dann zum ersten Mal mit Philipp Clement, der Schuss wird allerdings erstmal geblockt. Halbe Stunde hier dann gespielt, mal wieder die Gäste aus Nürnberg, das ist wieder Winzheimer, aber auch wieder Andreas Lute mit einer guten Parade, der ist ja nach wie vor wirklich in einer überragenden Verfassung. Und dann mal hier ein Konter mit Philipp Hercher. Der Ball wird hier dann glücklicherweise noch zur Ecke geklärt. Eigentlich war das ja eigentlich gar nicht so gefährlich. Die Ecke ist dann auch nicht besonders gefährlich, wird allerdings nicht richtig geklärt. Terence Boyd liegt hier nochmal auf Philipp Clement zurück. Und da fehlen dann wirklich nur wenige Zentimeter. Junge, Junge, der Ball geht wirklich ganz, ganz knapp am Pfosten vorbei. Und ja, kurz darauf war hier dann auch Halbzeitpause, viele Chancen, keine Tore. Mit dem 0:0 ging es also hier erstmal in die Pause. Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie erstmal so ein bisschen vor sich hin. Es dauerte eine Weile, bis es da mal wieder einen gefährlichen Angriff gab. Der kam dann allerdings über Marlon Ritter und der weiter zu Philipp Clement. Und natürlich lässt er sich diese Chance nicht nehmen. Philipp Clement bringt uns hier in Führung, richtig stark gespielt. Der steht wirklich komplett frei und jetzt waren wir hier also ein Tor vorne und wollten das Ding natürlich über die Zeit bringen. Allerdings kamen kurz darauf die Nürnberger mit Mats Möller-Deli und der wird leider nicht richtig angegriffen. Viel zu passiv verteidigt, das geht einfach viel zu einfach. Nürnberg mit dem ja fast schon direkten Ausgleichstreffer. Wir wollten jetzt natürlich trotzdem diese Partie noch gewinnen. Der eingewechselte Kenny Redondo mit der Flanke auf den ebenfalls eingewechselten Tom Bierschenk. Aber der trifft den Ball einfach nicht richtig, kein Problem für den Keeper. Kurz vor Schluss hatte Nürnberg dann nochmal eine Chance per Freistoß. Am Ende muss man aber sagen, trennen sich hier beide Mannschaften schon verdient mit einem Unentschieden. Es hätte aber auch deutlich höher als 1:1 ausgehen können, aber wie gesagt, ein verdientes Remis, ein Punkt mehr auf unserem Konto. Das bedeutet allerdings auch, dass der Rückstand auf den dritten Tabellenplatz jetzt schon 7 Punkte beträgt und bei 7 verbleibenden Spielen ist das dann doch schon ein gewaltiger Rückstand. Klar, es kann auf jeden Fall noch alles passieren, aber so richtig optimistisch bin ich da nicht mehr. Auf jeden Fall richtig viel passiert ist in unserer Jugendmannschaft. Wir haben einige neue Spieler dazu bekommen. Zum einen haben wir da Mats Jakobsen, ein Stürmer aus Norwegen. Dann haben wir Paul Peters, der ist eigentlich zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Ich möchte ihn aber aufgrund seiner Größe und seiner Defensivstärke zum Innenverteidiger umtrainieren. Zudem haben wir dann auch noch Christoph Kaiser, der hat eine 47er Gesamtstärke, ist rechter Außenverteidiger. Wir haben allerdings schon total viele Rechtsverteidiger, deswegen werde ich ihn zum Sechser umtrainieren. Und auch Leo Kainz ist Rechtsverteidiger, aber wie gesagt, wir haben viel zu viele davon, deswegen werde ich auch ihn umtrainieren. Er soll dann allerdings rechter Mittelfeldspieler werden. Und der hat auf jeden Fall auch ein richtig gutes Potenzial und auch ein ordentliches Rating. Ist also auf jeden Fall ein Talent, auf das wir vielleicht noch einen Ticken mehr ein Augenmerk haben sollten.
So, und dann sind wir auch am Ende dieses Videos angekommen. In der nächsten Folge gibt es zu Beginn direkt ein richtiges Kracher-Duell. Wir spielen nämlich auswärts beim HSV, diesem momentan Tabellendritter. Wir haben 7 Punkte Rückstand. Wenn wir das gewinnen, können wir vielleicht doch nochmal oben angreifen. Deswegen unbedingt wieder einschalten. Für heute war es das, wie gesagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.